Dieser Baum ist recht komisch. He used to a girl. See that coat? That's Lindsay Wofford's. We're gonna take that body, Mister. Sir, it's worth too much for you. Alles klar. Noch einer, klar. Everyone wants a piece of you, Mr. Wofford. Now, let's get you back. Das zum Henker. Noch andere Kopfgeldjäger unterwegs, okay. Wollte ich mir nur den Baum mal kurz angucken. Sieht aus, als hätte der Blitz hier eingeschlagen oder so. You're a good filly. Wollte mir wirklich andere Kopfgeldjäger den abluchsen, das gibt's ja gar nicht. Na, ich hab doch was im Schilde. Dreier gespannt auf dem Trab-Niveau. Das kann noch nie gut ausgehen. Sir! Go away. Kann leider nicht vorbei. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Schön auf der ganzen Straße reiten. So, da haben wir den Lump. Believe this body's worth something? Well now, so much for them boys being the terror of the South. Drop that raider in the cart out back. Come around for your bounty. Ehrlicher Farmarbeiter, der ich bin. Hopp. Hab ja auch direkt durchsiebt, ne? Oh, sorry, die Scheibe wollte ich nicht kaputt machen. Von vorne nach hinten durchsiebt. From the city of Sandani to you, sir, with thanks. That's it. We endeavor to be hard on crime in Sandani. There'll be another bounty poster up in no time, believe you me.
Ja gut, das bezweifle ich jetzt fast. Dass da bald der nächste hängen wird. Sven 7994, hallöchen. Welcome. Wunderschönen guten Abend. Hey, Loki. Willkommen im Epilog des Epilogs nach dem Epilog. Ich habe Red Dead Redemption durchgespielt. Ich sammle jetzt nur noch quasi die Bounties ein. Nach Rhodes müssen wir als nächstes. Oder haben wir noch hier oben irgendwas? Ich glaube, wir hatten sogar hier oben noch irgendwo was, ne? Ne, hier ist nichts. Wie geht es dir, Sven? Wunderschön wünsche ich dir. Schon ganz gehypt auf den PC-Release, zufällig. Ja, ich habe die Story, ich konnte es nicht abwarten, weil es ja auch nie so wirklich offiziell war, dass das für PC kommt. Also habe ich es für die PlayStation im Bundle gekauft. Das war auch der Grund, warum ich mir die PlayStation gekauft habe, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt habe ich die Story an der PlayStation durch und bin jetzt quasi auch, ich habe es mir auch für den PC bestellt, weil da werde ich dann online spielen. Hab schon vorbestellt. Du kannst auch schon preloaden, wenn du es über Rockstar direkt gekauft hast. Just saying. Und ja, ich werde dann halt hauptsächlich dann online zocken. Ihr wisst zwar noch nicht, wie ich das alles machen will mit meiner 9 Stunden Gesamtspielzeit in der Woche, aber es wird schon irgendwie klappen. Aktuell bin ich jetzt auch nur noch am Zocken, weil ich Urlaub habe. Und nicht so zeitig hoch muss. Ah, Instant Gaming Key. Kommt am Release-Tag. Alles klar, da. Wie teuer? Auch 52 Euro oder so? Ich glaube, die nehmen sich alle nicht viel. Ich glaube, das billigste Angebot waren 52 Euro. Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ich habe einfach die Gelegenheit beim Shop gepackt und mir gesagt, okay. Ich kann mir noch 2 kostenlose Spiele aussuchen. Gut, sind halt alte Sachen, ne? Also ist jetzt nichts Neues, aber gesagt, okay. Dann nehme ich halt noch L.A. Nur dazu, neu, wie es ausgesprochen wird. Und ich glaube GTA San Andreas einfach, ja, und dann habe ich jetzt, habe ich halt 7 Euro mehr bezahlt, mein Gott. That's the scoundrel. I hate him. Mama. Pleasant travels. Mit 400k geht der Donald schnell, das stimmt allerdings. Ich habe nur 250 Mbit Leitung, ging aber auch flott. 2-3 Stunden, glaube ich. Nicht mal. Also etwas mehr als 48 Stunden für die Hauptstory. Hier los. I'm bored with doing all the work around here, Wendell White. Well, I'm getting bored of you claiming you're doing all the work, Mr. Black. You're leaving me, huh? Yeah, we'll leave this then. Hier schon wieder? Ja, ich hab mit Arthur schon abgefrühstückt. It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily livid. Enough. Enough. Say, you two fools look like you've just run off from a chain gang. Yeah, what up? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. You and for a darky. Shut it, you pasty-faced streak of piss. Yeah, I've had up to here with you. Enough. Do your goddamn favor. What do you want?
Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Die Mission habe ich schon mal gemacht. Warum kommt jetzt nochmal? Wollte ich eigentlich nur meine Kopfgeldquest machen. Ah. Die Hälfte der Story hattest du schon in der PS4 durch. Ich bin halt auch kein PlayStation-Spieler, ne? Das ist halt das Problem. Und für Online-Gaming will ich jetzt nicht extra zahlen. Ja. Aber ich habe gedacht, ja gut, bevor das jetzt halt hier noch an der PlayStation... ich kann die Story schlecht nochmal am PC komplett spielen. Online willst du das Spiel, glaube ich, gar nicht anfangen. Warum nicht? Hat das einen bestimmten Grund? Also ja, vielleicht Cheater und so, pipapo. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es so schlimm wird wie bei GTA Online. So, da ist der Steckbrief, weshalb ich hier bin. Also doch Angst wegen, das ist so wird wie ein GTA Online, okay. Ja, das haben wir auch schon gesagt, go, dass das passieren könnte. Aber es gibt angeblich eine Anti-Cheat-Software, die wohl ganz gut sein soll, habe ich gehört. Ganz gut sein. Need to get to that poster behind you? Would move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Please, mister. I'll just reach by. It won't take but a second. I'm leaning on it. Find one that ain't in use. Es geht halt schon weg, oder ich hau die Visage ein. Mit ihm. That poster. Oh, I'll move all right. How's this for moving? You ain't the law, you know. Bounty hunting bastard. Curl him up. Let's get. Let's go. Hit me. No damn. Blöder Penner, gibt's doch gar nicht. Kann ich jetzt einfach mal den Steckbrief haben? Danke. Ich vertraue Rockstar nicht mehr in Online-Games. Ich habe halt nicht lange GTA Online gespielt, muss ich dazu sagen. Weiß gar nicht, wie lange ich das gezockt habe. Bis dann halt die ersten Cheater halt von der Dingens getropft sind, ne? Vom kamen ja dann alle nach und nach. Das war halt schon echt unangenehm. Ja, zum Healer. Habe ich denn jetzt diese blöde Quest getriggert? Also es wäre natürlich super sensationell, wenn man den Spielstand von der PlayStation auf PC übertragen könnte. Gehe aber nicht davon aus, dass das der Fall ist. Von daher... Ja. Mr. Black and Mr. White. Interesting. Mm-hmm. Hey! I'm gonna need that poster off of you. Give it up. That ever worked before? Poster's mine, fella. Jo, das Problem hatten wir schon mal. Wir hatten das mit Waffengewalt gelöst. Ich versuche ihn diesmal nicht zu erschießen.
Aber es gibt eine schlechte Reputation. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall bei GTA Online auch mal überraschen. Hoffe inständig, dass nicht so schlecht ist. Wenn du nicht so schlecht supportet wird, sag ich mal so. That was a hell of a ball. Hey! The hell hey. You doing? You dirty bastard! Kommen Sie ein bisschen von der Straße runter. The hell you doing? Get this off of me! So. Er hat mich jetzt beschossen, aber gut. Anything you want me to hold on to? So help me God, you give that back. Wir direkt wieder. Damn you for that. Direkt den I knew you meinen guten Hut runtergeschossen. Irgendwann kosten okay. Pferde in Reddit Online Millionen, ja, ich glaube auch. Also so war es ja auch bei dem normalen. Bei dem normalen GTA. Weil es so viel Cheater gab. Die sich das Geld zusammen gescheatet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der letzte Shell-Steckbrief war. Einfach mal hier lang, weil hier waren wir noch nicht. Buddy. Okay. And you? Well, only got the one leg. Been standing here since about 1870 and slowly starving to death. Sorry I asked. Ah, don't worry about it. Hey, say, you a Yankee? I'm not sure. You know, there was a fella I used to see with you a few years back. He was tall and a moody face. Yeah, Arthur. Ach was, er kennt Arthur. Well, I'm sorry to hear it. He saved my life. Is that so? He didn't always seem the type. No. No, he didn't. Gut, ich kann ihm also kein Geld geben. Schade. Wo ist dieser letzte blöde Steckbrief? Ich weiß es nicht mehr. You goddamn idiot! What's the trouble here? Ich kann mich erinnern, dass ich den letztes Mal schon wie ein Blöder gesucht habe. Also angeblich haben sie ja in GTA das wohl gelöst, das Problem mit den Cheatern. So in truth, this man deserves no earthly respect from us. As a sign of respect to our creator, we pay respect to the dead. Bin mal gespannt, wie es bei Red Dead Redemption 2 online wird. Oh, Father, what do we say about a man who lost his way so awfully? He carried that awful war with him, rustling horses with a misguided gang of killers. Tell it straight, Father. Sir,
We're in a moment of grief. Ach Quatsch, Rockstar macht da eh nichts gegen. Das wäre zu viel Arbeit, ja. A brave man, undone by pride, doomed to a life of sin and vice. Let us pray for this man, O Father, provide him mercy. Amen. Ob Herr Mikael liegt? Man weiß es nicht. Ich glaube, den hat keiner beerdigt. Oh, ein Zigarettenbild. Na, guck mal einen an. Zwei von 12 Zigarettenbildern? Wow. Ich kann jetzt hier diesen blöden Bounty-Auftrag nicht machen, wenn ich diesen dreckigen letzten Zettel nicht finde. Wie ätzend. Ich war doch jetzt schon einmal komplett durch die Stadt durch. Ah, da. Neben dem Sheriff Office, klar, warum auch nicht. Aber ich hatte doch hier einen Auftrag, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier verzettelt habe. Warum rennt mein Pferd eigentlich immer weiter? Ich verstehe es nicht. Ach ja, jetzt kann ich doch. Come on, man. Da war er doch gerade, der Steckbrief. Hängt er eigentlich nicht hier? Warum hängt er hier hinten? Also ich habe schon Resident Online-Spieler gesehen für PlayStation, die Level 300 irgendwas schieß mich tot haben. Also echt heftig. Ich weiß halt nicht, wie lange mich das Game motiviert. Ich hoffe, dass es gut ist. Er soll lebendig gefangen genommen werden. Okay. Er wollte wohl jemand ehrlich werden. Kenn ich irgendwo, ja. Silver Strand. Die Story ist spitze von GTA, von Red Dead Redemption, da haben sie sich immer was einfallen lassen. Also gegen die Story kann man echt nicht sagen. Hier wieder. Ich will nicht spoilern, ne? Aber die ist halt schon, die geht einem schon an den Nieren, die Story hier. Man könnte sich auch, ich habe die Haupt- und die Nebenmission gespielt. Wie gesagt, über 48 Stunden reine Spielzeit. Ich glaube 40 sind so das Gros. Aber macht ja immer so ein bisschen was nebenbei. Man sammelt irgendwelche Waffen auf, man jagt irgendwelche legendären Tiere oder so. Also mit dem Spiel kannst du dich ewig beschäftigen. Hey, you Lemoyne Raiders. May well be.
What cargo y'all trying to move on out of? Let me go flat jaw out here. Habe ich jetzt aus Versehen den Typen erschossen, der auf dem Sack kam? Den ich retten wollte? Warum habe ich nur so ein... Na... warum bin ich nur so ein... ...gießwütiger Bastardo? Wirklich ein Dämonenräuber? So, nothing happened. Ich brauche ja Geld, brauche ich nicht, Munition brauche ich auch nicht. Ich kaufe mir das, was ich brauche. Passiert mal nicht schlimm. Danke, Bubble Blob. Ja, ist halt blöd, wenn das halt passiert, ne? Das ist ärgerlich. Warte mal, hier war ich sogar schon mal. Er hat hier irgendwo eine Hütte, ne? Ain't going till you get this right. I can't, Daddy, please. Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get... They're here for your bounty. Come to Mama, boy. Don't shoot. I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Make it quick. You're a forgiven man. Ich habe das Herz am rechten Fleck. Boy, come here. Listen. Exactly as I say. You hear? No, don't leave us, Pop. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? You gonna take me or what? Made it, girl. Take me away, or let me loose. If you want to take me, take me. Stay calm now. Leave my daddy alone. Billy, leave it. Don't look away, boy. You remember this moment. You're the man now. Be a man, boy. Ich dachte, ich kann ihn einfach so aufs Pferd satteln und los geht's. Ich hätte ihn auch laufen lassen, aber na gut. Let's go for a run. Freue mich auf den Release heute Nacht. Geiles Spiel. Ah, stimmt. Der vierte ist ja heute schon, ne? Richtig. Wir haben ja jetzt schon den vierten. Dienstag am 5. ist der Release. Johnson. Ja, ich... Johnson! What? Just you being real quiet back there. Most captured men, they beg, or they cry, or they rail against fate. Grüß dich, Amok Ente, okay. 666. Son of a bitch! Come back, you little snake! Achso, der wollte ja gar nicht mitkommen. What happened?